Der Wochenrückblick von Allgäu TV an diesem sonnigen Wochenende. Herzlich willkommen. Wintereinbruch im Juni, tierische Rasenmäher, Bio, ja oder nein, Gutes tun mit Pfandflaschen, Leben mit Long-Covid und vieles mehr. Alles Themen dieser Woche. Los geht's auch mit einem Corona-Thema und damit, was ein Shuttle-Service mit der Krise zu tun hat. Die Corona-Pandemie. Eigentlich will man von ihr jetzt nichts mehr hören. Trotzdem sitzt sie vielen noch im Nacken. In unserem ersten Beitrag zeigen wir Ihnen das mal anhand eines Shuttle-Services aus Ottobeuren. Hier ging es quasi von der einen Krise in die nächste. Noch nicht erholt von den Auswirkungen der Pandemie, machen dem Betreiber jetzt die hohen Benzin- und Dieselpreise zu schaffen. Eine Flotte von 9 Autos und 24 Mitarbeiter, die sie fahren. Das alles muss bezahlt werden, was in Zeiten wie in den letzten 2 Jahren eine große Herausforderung für den Ottobeurer Shuttle Service von Thorsten Brugger war. Ja, das war ganz brutal. Es war vom ersten Tag weg keine Fahrten mehr. Also das war ja damals ein Freitag, wo ich mir nur dachte, oh ja, das wird halt langsam losgehen. Aber die ganze Nacht kein Anruf, nichts, gar nichts. Corona hat sich in dem ausgewirkt, es waren nur noch Pflichtfahrten, Dialyse oder was zum Leben erhält und sonst war eigentlich nichts mehr. Normalerweise wird der Shuttle-Service für Fahrten von Events zum Flughafen oder zu Facharztterminen gebucht. Während der Corona-Pandemie gab es wenig davon. Gerade Arzttermine waren gar kein Thema mehr, da viele Operationen verschoben oder abgesagt wurden. Jetzt, wo es gerade Corona-technisch wieder etwas bergauf ging, kam der nächste Schlag, die Energiepreisexplosion. Rund 3.500 Euro mehr Kosten an Diesel, weil der Spritpreis so stark angestiegen ist. Über Alternativen hat man hier auch schon nachgedacht. Na, ich halte eigentlich jetzt viel von E-Autos. Schon erstens mal, wie das Ganze hergestellt wird, ja, dass auch in den Ländern, wo Kobalt abgebaut wird, dass da erstens mal Kinderarbeit ist. Zweitens mal ist hinterher verbrannte Erde, da wächst nichts mehr. Die werden eigentlich auch ausgenutzt. Dann Emissionswerte vom E-Auto, wenn man das baut. Gut, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber man sagt halt, wenn man Diesel kann, bis zu 150.000 Kilometer fahren, dass die Emissionswerte ungefähr wieder gleich sind. Und dann ist ja nur die Batterie am Schluss, wo nach 6, 7 Jahren vielleicht kaputt ist und keiner weiß, wo tut man das Ganze hin. Zudem würde sich ein E-Auto für den Ottobeurer Shuttle Service nicht rentieren, da die Akkulaufzeit nicht lang genug reichen würde. Um die hohen Energiepreise anderweitig auszugleichen, müsste man die Preise für die Kunden erhöhen. Das ist laut Geschäftsinhaber Thorsten Brugger aber leichter gesagt als getan. Man kann ja einfach die Preise so ändern. Das ist ja, also ich bin nicht unbedingt tarifgebunden, aber ich halte mich natürlich auch an den Tarifen im Unterallgäu. Und da ist bisher noch überhaupt nichts passiert, dass man die Tarife anpasst hat oder dass man eine Sonderregelung da hat, dass man die Preise für die Zeit erhöhen kann. Oder es ist nichts passiert, gar nichts. Eine Sonderregelung gibt es aber, obwohl die Maskenpflicht fast überall gefallen ist. Im öffentlichen Nahverkehr gilt sie weiterhin, also auch beim Ottobeurer Shuttle Service. Unsere Regierung, die reden immer bloß, aber nichts passiert. Ja, wir müssen das halt jetzt ausbaden und irgendwie durchkommen. Also das ganze Corona, also mich gibt es jetzt seit 7 Jahren und vor 2 Jahren ist Corona losgegangen und da habe ich alles, was ich mir erspart habe und in die 5 Jahre vorher, war alles weg. Alles weg. Ich habe schon überlegt, wie ich weitermache, welches Auto ich verkaufe. Ja. Seit sich die Corona-Pandemie wieder etwas beruhigt hat, kann es beim Shuttle-Service trotz hoher Verluste vorerst wieder weitergehen. Die Kunden, wo wir vorher getan haben, sind wieder da und das Geschäft läuft schon wieder. Auch am Wochenende ist auch wieder mehr los. Die Leute trauen sich wieder was zum Unternehmen oder Hochzeiten oder egal was. Ja. Aber das Problem ist halt jetzt die Preise, wo hochgegangen sind. Ja. Du machst halt schon Umsatz, aber der Gewinn ist halt minimiert. Ja. Und wir warten halt jetzt mal noch ab, wie sich das Ganze entwickelt. Ansonsten muss halt einfach die Preisanpassung muss man jetzt dann machen, weil sonst hält das keiner aus.
Seit dem 1. Juni hat die Bundesregierung die Energiesteuer auf Spritpreise für die nächsten 3 Monate auf das europäische Mindestmaß gesenkt, um damit Autofahrer zu entlasten. Vielleicht ein kleiner Lichtblick für den Otto Beurer Shuttle Service. Ich nehme Sie jetzt gerne mit an den Bodensee. Was wäre die Bodenseeregion ohne den Weinanbau? Fast 500 Meter über dem Meeresspiegel wird der Wein dort angebaut. Das milde, fast schon mediterrane Klima ist optimal für den Anbau verschiedener Rebsorten. Allein in Lindau gibt es 3 Winzer, deren Familien von Anfang an am Weinbau beteiligt waren. Verändert hat sich seitdem vieles, vor allem das Klima. Auf dem Weingut Haug in Lindau ist es momentan recht still. Zurzeit wird hier nicht allzu viel gemacht, außer gewartet und den ein oder anderen Rebstock kontrolliert. Die Weinlese, also die Ernte der Trauben, startet nämlich erst im September. Wir fangen September an, also so Anfang September, so die erste frühreifende Rebsorte Solaris. Und das geht dann immer so zwischenrein punktuell, weil wir haben 8 verschiedene Rebsorten, die werden unterschiedlich reif. Und die letzte Rebsorte, der Sauvignon Gris, den ernten wir dann Mitte Oktober, Ende Oktober. Also es kommt dann auch wieder so ein bisschen aufs Jahr drauf an. Das Weingut Haug gibt es seit 1975. Claudius Haug hat den Hof von seinem Vater vor 20 Jahren übernommen. Das Prinzip der Weinherstellung ist seither gleich geblieben. Was Claudius' Arbeit jedoch immer stärker beeinflusst, ist der Klimawandel. Wetterextreme wie Starkregen, Hagel oder Trockenheit sind heutzutage keine Seltenheit auf seinem Weingut. Also wir merken das ganz klar. Also man kann das zu Zeiten meines Vaters, also wenn wir jetzt mal als Referenz den Müller-Thurgau hernehmen. Mein Vater hat vor Anfang Oktober nicht an die Erntelese des Müller-Thurgaus gedacht. Und wir sind mittlerweile mindestens Mitte September. Das heißt, die Ernte hat sich um 2 Wochen verfrüht. Im Extremjahr 2018 haben wir Müller-Thurgau sogar am 4. September schon geerntet. Das heißt, da sind wir um 4 Wochen quasi nach vorne gerutscht. Und diesen früheren Erntezeitpunkt, den merken wir wirklich ganz klar. Also das ist wirklich im Mittel der letzten Jahre, einfach um 20 Jahre früher. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Reife der Trauben, auf die Qualität der Trauben. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als negativ bewerten, sondern das kommt uns eigentlich sogar bei gewissen Sorten entgegen, gerade wenn es später reifende Sorten sind wie Spätburgunder oder Riesling, was bisher nicht unbedingt am See denkbar war, wird jetzt auch hier angebaut. Während der vielen Jahre sind auch immer mehr Weinsorten dazugekommen. 8 Rebsorten werden hier mittlerweile angebaut. Der nachhaltige Anbau ist dadurch immer bedeutsamer geworden. Eigentlich wirklich ganz reduziert. Einfach die Gärung durchlaufen lassen, da ein bisschen zu bremsen durch Temperatursteuerung und sonst auch den Weinen Zeit geben. Also die bleiben relativ lang auf der Hefe bei uns, werden dann auch regelmäßig immer wieder aufgerührt, gerade so die etwas kräftigeren Weißweine, Rotweine. Momentan lagert noch der Wein der Weinlese aus dem letzten Herbst hier in den Fässern. Die kräftigeren Weine lagern bis zu einem Jahr, etwas frischere und leichtere Weine zwischen 7 und 9 Monaten. Wer Winzer werden will, braucht also Geduld. Das ist sehr entscheidend, erzählt uns Claudius. In all den Jahren als Winzer hat er schon ganz schön viel erlebt. Sogar bei einer Weinlese in Amerika durfte er bereits dabei sein. Also natürlich Kalifornien zum Beispiel ist natürlich kaum zu vergleichen mit unserer Region, weil es einfach klimatisch völlig andere Bedingungen sind, auch der Boden und also es sind völlig andere Bedingungen. Was man natürlich von den Amerikanern lernen kann, ist die Vermarktung. Also das war natürlich interessant zu sehen, wie die quasi ihre Weine an den Mann bringen und halt die Kunden mit einbeziehen. Michigan war ein bisschen ähnlicher, da hat man natürlich auch die großen Seen und auch das Seeklima, das da eine Rolle spielt, da waren auch die Weine vergleichbarer, aber auch wieder die Vermarktung fand ich da eigentlich ganz interessant, was die da so schon gemacht haben. Auf eine gute Vermarktung hofft jetzt auch Claudius Haug dieses Jahr. Was die Weinlese im September angeht, ist er zuversichtlich, denn wettertechnisch war das Frühjahr laut Haug nahezu perfekt. Einer guten Ernte sollte also aktuell nichts im Wege stehen. Die Bilder aus Weiler-Simmerberg im Landkreis Lindau gingen diese Woche bundesweit durch die Schlagzeilen. Alles weiß, eine Winterlandschaft im Juni, allerdings nicht vom Schnee, sondern vom Hagel nach einem schweren Unwetter am Pfingstwochenende. Und das wütete nicht nur im Westallgäu. Umgestürzte Bäume, die Straßen voller Hagel und Dauerregen.
Die Bilder, die vergangenes Wochenende in Teilen des Allgäus entstanden sind, vermitteln schon fast Weltuntergangsstimmung. Vor allem Immenstadt im Oberallgäu und Weiler-Simmerberg im Landkreis Lindau hat es heftig erwischt. Mit vom Hagel weiß gefärbten Flächen wie im tiefsten Winter hat Weiler sogar bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Bilder zeigen es ja, es war weitläufig weiß zum Teil hier sogar. Und zum Teil waren halt Straßen durch die Mengen an Hagel dicht, mussten mit Radlader geräumt werden. Dadurch waren natürlich auch viele Kanäle oder halt Schächte zu durch den Hagel und das Laub, was es abgeschlagen hat durch den Sturm und den Hagel. Dadurch ist das Wasser nicht mehr korrekt abgelaufen und ist sogar hier auf der Hauptstraße direkt runtergelaufen, nebst dem Hausbach und natürlich in anderen Seitenstraßen genauso. Und so ist es dann zur Überflutung oder halt natürlich zur Füllung von diversen Kellern und so weiter auch gekommen und Gebäuden. In Immenstadt gab es zwar keinen Hagel, aber der Sturm hat zahlreiche Bäume entwurzelt und so den Verkehr stellenweise zum Erliegen gebracht. Ein geparktes Auto einer Münchner Urlauberfamilie wurde von einem Baum getroffen. Zu diesem Zeitpunkt war der PKW aber glücklicherweise leer. Das ist verrückt, ne? Das war jetzt nur so ein ganz kurzer Gewittersturm irgendwie. Und dann hat meine Frau aus dem Fenster geschaut und der Baum liegt auf unserem Auto. Ich glaube, es hat ja eigentlich ganz gut überlebt. Die Scheiben sind noch heil. Ich nehme mal an, wenn der Baum weg ist, können wir damit einfach noch weiterfahren. Ich bin mal gespannt, wie die Seite jetzt aussieht, wo die ganzen Äste waren. Bei all den Schäden, die durch das Unwetter im Allgäu entstanden sind, waren natürlich auch viele Helfer im Einsatz. In Immenstadt hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Ja, die Erfahrung zeigt ja, dass wir immer wieder solche Vorfälle haben. Wir sind zwar in Immenstadt immer wieder etwas verschont gewesen, liegt wahrscheinlich an unserem Immenstädter Horn, dass es da vorbeizieht. Aber diesmal hat es uns erwischt. Hagel und solche Sachen haben wir nicht gehabt. Wir haben auch keine Keller unter Wasser gehabt. Es waren reine Stürme. Über 50 Mal mussten die Einsatzkräfte am Pfingstsonntag ausrücken. Vor allem in den Hotspots Immenstadt und Weiler-Simmerberg kam es zu zahlreichen Alarmierungen, auch für die Polizei. Ja, wir hatten sehr viele Einsätze. Auch bei uns hat das Unwetter nicht Halt gemacht im Polizeipräsidium Schwaben Südwest. Wir hatten am Pfingstsonntag mehr als 50 Einsätze. Der Schwerpunkt zeitlich war so gegen 15, 16 Uhr. Da war das meiste oder die meisten Einsätze, die wir hatten, waren wegen eines umgestürzten Baumes, heruntergefallenen Äste. Die lagen auf der Straße und mussten dann durch uns oder meistens dann auch mit Hilfe der Feuerwehr beseitigt werden. Vom Unwetter beeinflusst wurde auch das Icarus-Festival, das zur gleichen Zeit in Memmingen stattgefunden hatte. Am Sonntag wurde die Veranstaltung wegen Starkregen und angekündigten schweren Gewittern zwischenzeitlich unterbrochen. Und die Besucher wurden aufgefordert, sich zum eigenen Schutz in ihre Autos zu begeben. Nach einer mehrstündigen Pause wurde das Festival fortgesetzt. Der Campingplatz war danach aber nur noch eine Schlammlandschaft. Pflegekräfte sind existenziell. Auch in einer Zeit nach der Pandemie wird sich daran nichts ändern, denn wir werden immer älter und brauchen deshalb auch immer mehr Pflege. Das Landratsamt Unterallgäu geht davon aus, dass sich die Zahl der Menschen über 80 mit Pflegebedarf bis 2025 verdoppeln wird. Theoretisch wären also auch doppelt so viele Pflegekräfte nötig. Danach sieht es aber nicht aus, denn in den kommenden 10 Jahren werden 35% der derzeit verfügbaren Pflegekräfte in den Ruhestand gehen. Nachwuchs ist also mehr als gefragt. Doch wie läuft so eine Ausbildung überhaupt ab und was gibt es für Möglichkeiten? Wir waren an der Berufsfachschule für Pflege in Memmingen. Auf den Personalmangel in der Pflege weist die Branche schon seit Jahren hin. Trotzdem wird es immer schwieriger, Nachwuchs herzubekommen. Unter einem Nachwuchsmangel leidet auch die Berufsfachschule für Pflege in Memmingen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Also ich glaube, dass viele abschreckt, dass man halt auch am Wochenende arbeiten muss, Feiertage und da halt einfach auch manchmal Familienzeit drauf geht und Zeit mit Freunden, die man da nicht verbringen kann. Und man quasi auch von außen nur Negatives hört, wie zum Beispiel, wie kannst du das machen, den ganzen Tag quasi nur Leute waschen, aber die eigentlich gar nicht wissen, was wirklich dahinter steckt. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es halt für viele halt auch ein bisschen abschreckend ist, dass man dann halt, wenn man von der Schule kommt, dann direkt in den Schichtdienst gehen muss, weil man halt einfach Früh- und Spätschicht arbeiten muss. Hier in Memmingen haben sich die Bewerberzahlen über die letzten 2 Jahre mehr als halbiert.
Außerdem brechen einige die Ausbildung vorzeitig wieder ab. Das sind häufig die Belastungssituationen durch Schichtdienst, wechselnde Schichtzeiten, aber auch, dass sie sich vielleicht den Beruf anders vorgestellt haben. Und da ist wieder die Situation, dass viele halt kein Praktikum vorher machen konnten. Und manchmal ist es auch so, dass sie sich einfach anders orientieren und im Verlauf der Ausbildung feststellen, dass das doch nicht das Richtige war, die Ausbildung für sie. Praktika waren in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt nicht möglich. Auch Berufsinformationstage, Besuche an Schulen oder auch Berufsmessen mussten entfallen. Trotzdem gehen hier aktuell 150 Auszubildende zur Schule. Weil es mir einfach Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten und für mich das eigentlich so intuitiv eigentlich schon direkt klar war, dass ich einfach auch in den medizinischen Bereich gehen möchte. Also ich finde es auch schön, dass auch gerade die kleinen Kinder schon merken, wie wichtig unser Beruf eigentlich ist. Man merkt das auch in der Arbeit zum Beispiel. Man kriegt oft mal ein Bild gemalt oder einen kleinen Brief. Zu sehen, dass sich Menschen freuen, auch wenn man ihnen nur mal einen Tee bringt, wie glücklich sie da eigentlich sind und wie viel man da zurückbekommt. Es ist wirklich sehr abwechslungsreich und deswegen würde ich das auch jedem empfehlen, der gern mit Menschen was zu tun hat und viel erleben möchte in der Arbeit. Abwechslung gibt es nicht nur während der Arbeit, sondern bereits in der Ausbildung. Circa die Hälfte der Ausbildungszeit verbringen die Auszubildenden auf den Stationen. Dabei erhalten sie Einblicke in alle Bereiche. Den restlichen Teil verbringen sie in der Schule, doch auch hier gibt es Praxisunterricht. Heute üben die Schüler, wie man ein Neugeborenes richtig badet. Dabei unterstützen sie sich gegenseitig. Also du achtest darauf, dass du das Kind immer über die Seite drehst. Und wichtig ist dann zuerst die Beine ins Wasser. Und immer eine Begrenzung lassen. Säuglinge zu baden ist die Aufgabe der Kinderpflege. Die Schüler üben heute noch zudem andere Aufgaben, die auch für die Erwachsenen- oder Altenpflege wichtig sind. Denn seit 2 Jahren gibt es eine Ausbildung zur Pflegekraft und die umfasst alle Bereiche der Pflege. Seit dieser Reform sind auch Ausbildungsverkürzungen für Berufsgruppen wie beispielsweise Masseure möglich. Ab 2023 gibt es hier in Memmingen noch eine weitere Möglichkeit, in der Pflege zu arbeiten. 2023 starten wir mit einer Krankenpflegehilfeausbildung. Das ermöglicht Leuten, die zum Beispiel keine mittlere Reife haben, einen Einstieg in die Pflege. Ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit für Leute, die schon immer in die Pflege wollten, aber irgendwie aus verschiedenen Gründen das nicht geschafft haben, nicht konnten, zeitlich schwierig war. Und diese Ausbildung ist einjährig, das heißt, innerhalb von einem Jahr hat man einen Helferberuf und kann dann bei uns in der Klinik arbeiten. Mehr Menschen den Zugang zu einer Ausbildung im Pflegebereich zu ermöglichen, könnte ein erster Schritt sein, um dem Nachwuchsmangel zukünftig entgegenzuwirken. Wir alle haben sie noch im Kopf, die schrecklichen Bilder von Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. Aber auch bei vielen Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben und nicht ins Krankenhaus mussten, ist auch nach überstandener Infektion nicht alles gut. Long-Covid ist der Begriff, hinter dem nicht selten schwere Schicksale stehen. Im Klinikum Memmingen versucht man, Betroffenen mit einem speziellen Physiotherapieangebot zu helfen. Was hier so einfach aussieht, ist es auch, allerdings nur, wenn man gesund ist. Diese 8 Menschen sind alles andere als das. Ihre Corona-Infektion haben sie zwar alle überstanden, aber sie leiden unter dem, was Long-Covid genannt wird. Andrea Mynarek ist Physiotherapeutin im Klinikum in Memmingen und leitet die neue Long-Covid-Therapiegruppe. Also dieses Erschöpftsein, keine Kondition haben, schnell aus der Puste kommen, ist eigentlich eine ganz typische Sache. Und das Kritischste, was man tun kann als Long-Covid-Patient, ist, sich zu überfordern, vom Körper etwas zu verlangen, was er nicht leisten kann, weil einem das im Prinzip wirklich die Kraft für die nächsten 5 Tage nimmt, um sich davon wieder zu erholen. Die Notwendigkeit, die Therapiegruppe zu etablieren, entstand aus dem, was man bei der Arbeit mit Corona-Patienten auf Intensiv- und Isolationsstationen gelernt hat. Dass der Bedarf so groß sein wird, wurde aber erst nach und nach klar. Das, was die Patienten hier lernen, sind kleine Übungen, Strategien zur Selbsthilfe, Hilfestellung für den Alltag. Die Kurse gibt es seit Anfang Mai und werden gut angenommen, auch weil sich hier Leidensgenossen treffen. Die Menschen kamen eigentlich total verzweifelt und unverstanden.
Das hat sich gleich in der ersten Stunde herausgestellt, als sie ihre Geschichte erzählt haben, dass sie alles versucht haben, aus ihrer Situation herauszufinden, aber eigentlich nirgendwo so wirklich gut aufgehoben waren, geschweige denn das Gefühl gehabt haben, dass man es ihnen glaubt. Davon kann hier jeder erzählen. Long-Covid wird in der Öffentlichkeit noch immer nicht ernst genommen und die, die darunter leiden, oft ebenso wenig. Dabei schätzt das Robert-Koch-Institut, dass bis zu 40% der Corona-Infizierten mehr oder weniger stark an den Langzeitfolgen leiden. So wie Manuel. Der 25-Jährige leidet seit Monaten an Long-Covid-Symptomen. Also bei mir hat es dann angefangen nach der Corona-Infektion mit dem Schnaufen. Ich habe einfach zu wenig Luft bekommen und dann mit der extremen Müdigkeit oder Erschöpfung einfach. Ich bin teilweise 98% am Tag im Bett gelegen. Am Anfang habe ich mir gedacht, man muss dagegen arbeiten. Aber ich bin eine Runde gelaufen und dann muss man ins Bett liegen und es geht lang gar nichts mehr. Also liegen ein paar Tage, wo wie ein Hauptschalter umgelegt ist. Manuel ist einer von ca. 140.000 Long-Covid-Patientinnen und Patienten in Bayern. Diese Zahlen hat die Kassenärztliche Vereinigung im vergangenen Jahr erhoben. So wie er sind auch viele andere nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Ja, beim Arbeitsleben geht halt gar nichts mehr. Also rein gar nichts mehr. Das ist ja übel für einen jungen Menschen, wenn nichts mehr geht. Ich war davor fit, ich bin noch in der Freiwilligen Feuerwehr, war auch Atemschutzträger, also da muss man fit sein. Es geht einfach gar nichts mehr. Irene hatte nach ihrer Corona-Infektion mit einer Herzmuskelentzündung zu kämpfen und hatte ihre Schwäche und Müdigkeit zunächst darauf geschoben. Aber es ist auch, nachdem das Herz wieder gesund war, eben nicht besser geworden. Eben auch die andauernde Müdigkeit, jeden Tag irgendwie was Neues mit ganz starken Kopfschmerzen, mit neurologischen Ausfällen. Also mir fallen Sachen aus der Hand. Neben der Lunge sind oftmals auch das Herz-Kreislauf-System und das zentrale Nervensystem geschädigt. Die Folgen sind Atemnot, totale Erschöpfung sowie Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Weil viele Schäden irreparabel sind, geht es hier auch darum, mit den Beschwerden leben zu lernen. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich den Menschen nicht versprechen können, dass sie nach einem Kurs mit 10 Stunden halt eben von Long-Covid geheilt davon gehen. Das ist leider nicht möglich. Man weiß noch zu wenig davon, man steht noch am Anfang der Forschung. Wir versuchen für den Patienten halt eben eine Möglichkeit zu bieten, besser zu verstehen, was mit ihm jetzt momentan gerade passiert. Ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, Sportler oder nicht. Corona macht keine Unterschiede und auch die Langzeitfolgen nicht. Und oft bleibt nur ein nur zu verständlicher Wunsch. Man möchte einfach, dass es einen Schalter umlegt und man ist einfach wieder gesund. Dass das nicht geht, wissen alle hier. Aber sie kennen jetzt die Hebel, an denen man ansetzen kann. Vielleicht ein erster Schritt Richtung Normalität. Feuchte Kellerwände. Probleme mit Schimmel- und Salzschäden. Wir machen Mauerwerk wieder dicht und trocken. Und das ganz ohne Bagger. Mit Handwerksprofis zum Festpreis. Weinal.de. Motorräder von Zero. Jetzt bei Zweirad Hausmüller in Waltenhofen. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Solarparks liefern nachhaltige Energie im Einklang mit der Natur. Wir suchen landwirtschaftliche Flächen ab 3 Hektar für neue Solarparks im Allgäu. Vertrauen Sie Ihrem regionalen Ansprechpartner für Solarenergie. Mehr Infos unter greenovate.de. Bestes Frühstück im Bett. Bestes Büro im Bett. Am besten streiten im Bett. Am besten versöhnen im Bett. Bestes Versteck im Bett. Bestes Bett? Lima Betten. Ihr Bettenhaus im Allgäu. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten.
Waffenbär. Das Haus für Jagd, Sportwaffen, Jagd- und Trachtenmode. Der Spezialist für Ferngläser und Outdoor-Artikel. Große Auswahl und persönliche Beratung sind unsere Stärke. Waffenbär. Als Geigenbauer bin ich nach Füssen gekommen, aus geschichtlichen Gründen. Füssen hat mich angezogen, weil hier der Geigenbau ausgestorben war und ich wollte diese Tradition versuchen weiterzuführen. Füssen hat mich auch an meine Heimat erinnert, Berge, Seen und die Landschaft war hier sehr schön. Füssen ist für mich der Nabel der Welt, zentral. In Europa, als Schweizer bin ich nicht so weit weg von meiner Heimat und habe das ganze Land im Hintergrund und Österreich über die Grenze, sodass die Kundschaft von überall kommen kann. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Nach mehr als 2 Jahren Corona-Pandemie herrscht in vielen Bereichen des Alltags weitestgehend Normalität. Größere Menschenansammlungen werden wieder zur Regel und auch die Masken lassen wir immer öfter weg. Im Klinikverbund Allgäu kann man noch nicht ganz von Normalität sprechen, doch man ist auf dem Weg dorthin. Mit etwas Sorge blickt man dort jedoch auf den Herbst. Anja Neuhäuser zu Besuch auf der Intensivstation im Immenstädter Klinikum. Die Besuchsregelungen bleiben hier weiterhin bestehen. Am Eingang muss also noch ein negatives Testergebnis vorgewiesen sowie ein Formular ausgefüllt werden. Das ist in den letzten 2 Jahren schon zum Standard geworden. Was die Abläufe und die Regelungen im Klinikum Immenstadt angeht, ist vieles gleich geblieben. Nach wie vor müssen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch regelmäßig testen. Weitgehend, muss man sagen. Also weitgehend ist wieder Alltag eingekehrt. Die Prozesse laufen wieder normal, so wie sie auch vor der Corona-Pandemie abgelaufen sind. Es gibt noch ein paar kleine Einschränkungen. Wir haben ja immer noch ein paar Corona-Patienten, also auch hier auf der Intensivstation. Aktuell sind 2 Corona-Patienten auf der Intensivstation. 3 Patienten liegen derzeit auf der Normalstation im isolierten Bereich. Die sind allerdings nicht wegen Corona eingeliefert worden, sondern wegen einer anderen Erkrankung. Dass sie dennoch positiv sind, fiel erst beim Test während der Klinikeinweisung auf. Das macht natürlich noch mehr Arbeit im Moment, weil man gerade in der Notaufnahme und in den ersten Tagen Patienten isolieren, bis wir auch wirklich wissen, ob sie Corona haben oder nicht. Und Patienten, die kommen wegen einer anderen Erkrankung und dann Corona nachgewiesen bekommen. Was die normale intensivmedizinische Betreuung angeht, kann man wieder von Alltag sprechen, so Wagner. Auch bei den Operationen herrscht wieder Normalität. Verschobene Operationen sind zurzeit Geschichte. Alle OP-Räume sind wieder im täglichen Gebrauch. Trotzdem hinterlässt die Pandemie Spuren, nicht nur beim Arbeitsaufwand. Natürlich haben sich Veränderungen ergeben, sowohl zum Negativen als auch zum Positiven. Aber es ist einfach so, dass sich eigentlich unsere Arbeitsweise ein bisschen verändert hat, wir zum Teil auch strukturierter geworden sind, wir auch zum Teil einen besseren Zusammenhalt haben als vorher, das muss man einfach auch so sagen. Auf der anderen Seite bleibt natürlich die Erinnerung dran, das war für alle Beteiligten auch eine unheimliche körperliche und psychische Belastung. Und diese Erinnerung ist natürlich da und die prägt einen auch, das muss man ganz klar so sagen. Auf der anderen Seite ist es halt auch gerade auf der Intensivstation das alltägliche Geschäft, damit umzugehen. Und es ist ja nicht die erste Viruserkrankung, mit der wir zu tun haben. Aktuell hält sich die Belastung hier am Klinikum Immenstadt in Grenzen. Was den Herbst und die vielleicht steigenden Zahlen angeht, zeigt man sich bisher optimistisch. Man könne jetzt auf das Wissen der letzten 2 Jahre zurückgreifen, so der pflegerische Stationsleiter Helmut Vogler. Wir nehmen jetzt mal an, dass es viruslastiger wird und dass es wieder ein Aufkommen geben wird, wie stark es sein wird, wie gefährlich, wie infektiös oder wie krankheitsanfällig. Das können wir momentan einfach nicht sagen. Es ist, man denkt mit Sicherheit nach. Ich will nicht sagen, dass es eine Sorge ist. Ja? Und wenn wir uns alle realistisch das mal eingestehen, das werden noch mehrere Pandemien unsere Menschheit überkommen. Und das ist unser Beruf schon seit Hunderten von Jahren, auch mit Pandemien, was pflegerische Sachen betrifft, umzugehen. Und so habe Corona nur Probleme schneller ans Licht geführt, die sich ohnehin schon angebahnt hatten. Dass die Bevölkerung überaltert, dass die
Pflegeversorgungsstufen zunehmen werden und dass die Ausbildungszahlen zurückgehen. Das weiß man schon seit Jahren. Corona hat es nicht verstärkt, sondern Corona hat es nur in ganz kurzer Zeit offensichtlich gemacht. Ja, so die Lücken sind so oder so schon da und sind jetzt offensichtlich. Was in den letzten Monaten hier für viel Unmut gesorgt hat, die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Gekündigt hat aufgrund der Pflicht bisher hier am Klinikum noch niemand. Derzeit kann jeder Ungeimpfte hier seiner Arbeit nachgehen. Ob das auch im Herbst noch funktioniert, bleibt derzeit ungewiss. Wir bleiben noch im Immenstädter Klinikum, kommen jetzt aber zu ganz anderen, besonderen Mitarbeitern dort, die sich um Corona keine Sorgen machen müssen. 8 Schafe kümmern sich auf dem Gelände des Krankenhauses um das Rasenmähen. Ihr Einsatz ist Teil des Umweltplans des Klinikums, der bundesweit einzigartig ist. Normalerweise würde man bei so einem unbeständigen Wetter den Rasenmäher nicht gerne anwerfen. Im Klinikum Immenstadt wird der Rasen rund um das Gebäude jedoch bei Wind und Wetter gepflegt. 8 fleißige Vierbeiner übernehmen das, egal ob Regen oder Sonnenschein. Also wir hatten die vergangenen Jahre oder Jahrzehnte, wurde immer hier am Klinikgelände ab und zu mal von Bauern gemäht, aber im Normalfall eben mit Kleintraktoren gemäht, natürlich mit Benzin- oder Dieseleinsatz. Und vor 3 Jahren kam so die Idee, ob man nicht bedingt durch die Firma Hauf, die Frau Hauf züchtet auch Schafe, diese Walliser Schwarznasen, ob man nicht hier am Klinikgelände, und wir haben großes Gelände, nicht Schafe einsetzt zum Rasenmähen. Gesagt, getan. Seit 3 Jahren mähen hier die Walliser Schwarznasenschafe die Wiese und pflegen gleichzeitig das Gelände mit einer Grünfläche von insgesamt 2 Hektar, also fast 3 Fußballfeldern. Die Vierbeiner sind allerdings nur ein kleiner Teil des Umweltkonzepts der Klinik. Seit 1996 ist die Klinik Immenstadt EMAS zertifiziert, das weltweit strengste Siegel für Umweltmanagement. Angefangen 1996, das war eigentlich nie der Gedanke, dass wir uns zertifizieren lassen, sondern das war Umweltkostenmanagement. Wo haben wir im Klinikbereich Kostentreiber, haben wir es damals genannt. Und wir waren dann doch Ende 98, Anfang 99 so weit und haben gesagt, eigentlich wäre es toll, wir würden uns doch zertifizieren lassen. Wir waren damals 1999 im April die erste Klinik in Bayern. Nach EMAS zertifiziert. Wir dachten, wir sind die erste Deutsche, leider nicht. Ein paar Tage vorher haben uns 2 saarländische Kliniken überholt. Und seitdem machen wir EMAS. Bin ich persönlich auch sehr stolz drauf, dass wir es doch jetzt, heuer waren es 23 Jahre durchgehalten haben. Ein Umweltmanagement zu haben, ist in der Größenordnung des Klinikums Immenstadt mittlerweile Pflicht. Die Besonderheit in Immenstadt ist aber eben die EMAS-Zertifizierung. Hier arbeitet man zum Beispiel mit einer großflächigen Photovoltaikanlage auf den Dächern. Die OP-Räume der Klinik werden nicht mehr mit Strom gekühlt, sondern durch einen Grundwasserbrunnen. Die Wärme für die Klinik kommt zu 50% aus dem nebenanliegenden Biomasseheizwerk. Und es wird, so hoffe ich und ich denke auch, dass es in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Wir werden nie CO2-neutral werden. Das wird vielleicht mal in ein paar Jahrzehnten der Fall sein. Aber wir sind auf einem guten Weg. Einen Weg, den auch die Schafe weiterhin begehen. Die sind übrigens nicht nur in puncto Nachhaltigkeit eine Bereicherung für die Klinik, sondern auch was fürs Auge der Patienten. Also da drüben sind Patientenzimmer, von der Seite sieht man sie. Momentan stehen sie jetzt da unten. Wenn sie Richtung Osten gehen, sind sie von den Patientenzimmern aus zu sehen. Es sind viele Patienten, die am Zaun stehen und beobachten, wenn sie da vorne stehen. Das macht da irgendwie Laune aus Personal. Also vom Personal kommen viele positive Rückmeldungen. Noch circa 6 Wochen sind die Schafe hier für die Wiese zuständig. Dann verbringen sie den Sommer über auf einer Alpe. Ende September bis hin zum Winter werden sie dann noch mal eingesetzt. Die Schafe gehen also auch auf Sommerfrische, haben sie absolut verdient. Viele Pfandflaschen ergeben eine stolze Summe. Darüber freut man sich jedes Mal am Pfandautomaten. Ganz viele Pfandflaschen können sogar richtig helfen. Seit 6 Jahren läuft am Flughafen Memmingen eine Unterstützungsaktion für die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica. Passagiere können ihre Pfandflaschen in spezielle Sammelbehälter werfen.
Kleinvieh macht in diesem Falle keinen Mist, sondern Sinn, wie Boris Weltermann am Memminger Flughafen erfahren hat. Wer mal geflogen ist, kennt das vielleicht. Die Zeit ist knapp, der Aufruf zum Boarding bereits erfolgt, man macht sich auf zum Sicherheitscheck und hat noch etwas zu trinken dabei. Getränke dürfen aber nicht mit in den Sicherheitsbereich. Das geht seit den Anschlägen vom 11. September 2001 nicht mehr. Einfach in den Müll sollte eine Pfandflasche ja aber auch nicht. Wohin also mit der leeren Flasche? Dafür stehen am Memminger Flughafen Spendenboxen der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica bereit. Der Erlös aus den Pfandflaschen geht in die vielen Hilfsprojekte weltweit. Mit dem Geld unterstützen wir einfach unsere Projektpartner vor Ort. Das ist im Moment zum Beispiel in der Ukraine oder eben Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Aber auch in Pakistan, in Madagaskar, wo Hunger zum Beispiel ein großes Problem ist. Oder vielleicht erinnert man sich noch an letztes Jahr, da war Afghanistan auch ein Thema, das ist auch noch ein Thema. Da unterstützen wir zum Beispiel Gesundheitseinrichtungen, dass die Menschen trotzdem diese medizinische Grundversorgung nach wie vor haben. Und das wird mit diesen Pfandflaschen ermöglicht. In den letzten 6 Jahren sind so mehr als 46.000 Euro für Hilfsprojekte zusammengekommen. Auch der Flughafen hat etwas davon. Er muss sich nicht um die Entsorgung kümmern und kann gemeinsam mit Humedica etwas Gutes tun. Seit 2016 haben wir hier gemeinsam mit Humedica die Möglichkeit geschaffen, dass Pfandflaschen und Pfanddosen gespendet werden und einem karitativen Zweck zugeführt werden. Damit das auch klappt, kümmern sich Manfred Vater und Edwin Nägele um das Abholen der Pfandflaschen. Vater und Nägele sind seit mehreren Jahren bei Humedica ehrenamtlich aktiv. Ich habe vor 3 Jahren einen Bericht über Humedica gesehen, auch über das Projekt hier und dass man Ehrenamtliche sucht. Ja, so bin ich dazugekommen. Habe in Kaufbeuern angerufen, die haben mir einen Kontakt vermittelt und bin einmal mitgefahren, habe mir das angeschaut, habe gesagt, okay, gut, das passt. Bin in Rente, habe Zeit, kann was Gutes tun. Wie viele Flaschen bis heute durch ihre Hände gegangen sind, wissen Manfred Vater und Edwin Nägele nicht. Aber es sind viele, so viele, dass sie Unterstützung inzwischen gut gebrauchen können. Wir haben hier ein Team mit 11 im Moment, leider nur 11 Ehrenamtliche. Wir bräuchten dringend noch Verstärkung, weil wir gern jeden Wochentag, also 7 Tage die Woche, mit 2 Mann besetzen möchten. Und wir brauchen auch ein bisschen Reserve, sogenannte Springer, die im Krankheitsfall oder Urlaubszeit, wenn jemand einmal eben nicht da ist, die dann einspringen. Viel hilft viel, ist das Motto und das stimmt hier ausnahmsweise auch mal. Nach der Corona-Flaute hofft der Flughafen auf weiter steigende Passagierzahlen und Humedica auf entsprechend mehr Pfandflaschen in den Spendenbehältern. Ja, wir merken jede Spende. Wir haben viele Privatspender, aber wir merken auch gerade die Aktionen, wie eben diese Pfandflaschenaktion. Und da kann dann auch wirklich jeder mit seinem kleinen Pfandbeitrag uns helfen, diese Projekte umzusetzen, die Menschen vor Ort zu unterstützen. Kleinvieh macht also nicht nur Mist, sondern kann, wenn man es sammelt, auch durchaus sinnstiftend sein. Das Allgäu, bei Touristen bekannt für Berge, Kühe, Käse, Blumenwiesen und bei den Einheimischen oft für schlechte Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel. Wer zum Beispiel von Balderschwang nach Fischen fährt, muss bis zu 2 Stunden auf den nächsten Bus warten. Da nimmt man dann meistens doch das eigene Auto. Weil das aber nicht sonderlich umweltfreundlich ist, haben sich die Hörnerdörfer selbst was einfallen lassen. Seit kurzem gibt es den Hörner-Shuttle Balderschwang. Was das genau ist, das hat meine Kollegin Julia Stapel für Sie herausgefunden. Von Balderschwang nach Fischen. Für Gastgeber Matthias Lenz eine Standardstrecke. Oft holt er dort seine Gäste am Bahnhof ab. Denn sonst müssten die teilweise bis zu 2 Stunden auf den nächsten Bus warten. Auch die anderen Hotels aus dem Ort bieten diesen Abholservice an. Umwelttechnisch wenig sinnvoll, findet Bürgermeister Konrad Kienle. Und dann standen 3 oder 4 Hotel-Shuttlebusse von Balderschwang unten und jeder hat 1 oder 2 Gäste geholt. Und dann haben wir gesagt, das muss ja wirklich nicht sein. Da müsste man sich miteinander absprechen. Und wie könnte man das technisch verwirklichen, dass das wirklich einfach geht?
Der sogenannte Hörnershuttle war die Lösung. Eine Website, auf der Hoteliers und Gastgeber aus Balderschwang geplante Fahrten online stellen können. Ein festes Fahrzeug gibt es nicht. Für die Fahrten werden dann zum Beispiel die Hotelfahrzeuge genutzt. Ein Hotelfahrzeug kann dann Gäste aus verschiedenen Hotels mitnehmen. Das Projekt soll nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch die Gemeinschaft in Balderschwang stärken. Hier wird einfach miteinander gearbeitet und man unterstützt sich gegenseitig. Und es macht durchaus Sinn, wenn man gerade solche Angebote zusammen auch bearbeitet und auch nutzt, weil es eigentlich auch für jeden einzelnen Betrieb ein Mehrwert ist. Entwickelt wurde das Portal von der Hochschule Deggendorf im Rahmen des Projekts Digitale Hörnerdörfer und wird zu 100% von der bayerischen Staatsregierung gefördert. Bereits seit letztem Jahr können Hoteliers und Gastgeber aus Balderschwang den Hörnershuttle nutzen. Offiziell gestartet ist das Projekt dann Anfang April dieses Jahres. Auch Privatpersonen, also zum Beispiel Pendler, können das Portal nutzen. Einerseits zum Mitfahren oder auch um Selbstfahrten anzubieten. Ich finde es super. Also es hat eigentlich schon so ein bisschen in der Gemeinschaft auch angefangen, weil als ich noch jeden Tag zur Arbeit gefahren bin, trifft man halt oft auch andere Balderschwanger auf der Straße, auch allein im Auto wie ich selber. Und das macht natürlich nicht so viel Sinn, gerade mit Spritpreisen jetzt, mit der Umwelt, die ja immer mehr im Fokus steht, Gott sei Dank. So kam eigentlich ursprünglich die Idee auf, dass man da ja wirklich Fahrgemeinschaften bilden kann und nicht immer alleine im Auto sitzt. Aktuell kann der Hörnershuttle nur über die entsprechende Website aufgerufen werden. Eine App gibt es bisher nicht. Angenommen wird das Projekt ganz gut, nur letztes Jahr hatte es wegen Corona noch Startschwierigkeiten gegeben. Also wir nutzen den Hörnershuttle aktuell verstärkt für die Mitarbeiterfahrten jetzt seit April. Also die Mitarbeiter können selber jetzt ihre Fahrten einstellen und nutzen das einfach dann, um zusammen auch dann mal nach Kempten oder nach Fischen zum Einkaufen zu kommen. Für die Hotelfahrten war es bisher ein bisschen problematisch mit der Corona-Situation noch. Da natürlich das Schwierige ist, wenn einzelne Gäste in anderen Hotelbussen mitfahren. Es kommt aber jetzt auch immer mehr. Also das passiert jetzt durchaus regelmäßig. Auch wenn es mit dem gemeinsamen Fahren noch nicht jedes Mal funktioniert, ist jede geteilte Fahrt bereits jetzt schon ein Gewinn für die Umwelt und auch für die Gemeinschaft hier in Balderschwang. Von Balderschwang nach Babenhausen und zum Reitsport. Darum dreht sich dort nämlich gerade alles beim großen Springturnier des Reitfahr- und Zuchtvereins. Schöne Pferde, sportliche Reiter und die Einweihung der großen umgebauten Reitanlage. Es ist einiges los in diesen Tagen in der Gemeinde im Unterallgäu. 800 Pferde sind diese Woche hier zu Gast beim Reit-, Fahr- und Zuchtverein Babenhausen. Mit 500 Reitern gibt es in den 5 Turniertagen 1300 Starts. Ein Turnier dieser Größe ist hier erst seit kurzem möglich. Denn die Reitanlage wurde über ein Jahr lang saniert. Hier wurde das komplette Reitstadion, das früher aus Gras bestand, umgebaut in ein Sandstadion. Die Tribüne wurde erneuert, die ganzen anliegenden Gebäude wurden renoviert und saniert. Und im Endeffekt, dass wir einfach wieder einen tollen Turniersport und Springsport durchführen können. Was früher auf Gras nicht ganz so optimal war, vor allem wetterbedingt. Der Umbau hat insgesamt rund 350.000 Euro gekostet. Finanzielle Unterstützung gab es von den Sponsoren des Vereins, dem Bayerischen Landessportverband und der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen. Neben der finanziellen Unterstützung hat auch die ehrenamtliche Hilfe eine große Rolle gespielt. Ehrenamtliche haben geholfen beim Unterbau legen, bei der Bande montieren, bei der Sanierung der Gebäude. Die ganzen Maschinen gestellt. Als Verein ist man darauf angewiesen, ehrenamtliche Helfer zu haben, weil sonst würde es nicht gehen. Es würde in den finanziellen Rahmen einfach sprengen. Durch die Sanierung ist es dem Verein jetzt möglich, große Reitturniere auf nationalem und internationalem Niveau anzubieten. Außerdem ist das Reitstadion laut Verein das größte im Alpenvorraum. Einer der Teilnehmer, Edwin Schmuck, ist vierfacher bayerischer Meister in der schwierigsten Springklasse. Auch er freut sich über den neuen Platz. Da drauf ist sehr gut zu reiten. Es ist ein super, super Boden. Dann die Platzmaße sind sehr gut. Und das auf Sand reiten ist natürlich toll. Das zeigt sich auch an seinen Ergebnissen.
bis jetzt waren auch Jungpferdeprüfungen, die liefen ganz gut. Da hatte ich zweimal den dritten Platz gemacht, einmal den vierten und jetzt gerade im L-Springen nochmal den zweiten Platz belegt. Der Berufsreiter nimmt wie viele andere Teilnehmer gleich mehrfach teil. Dazu springen die Teilnehmer mit verschiedenen Pferden oder in unterschiedlichen Klassen. Es gibt Wettkämpfe in allen Kategorien, von der niedrigsten Klasse E bis hin zur schwierigsten S3 Sterne. Ebenso sind hier auch alle Altersklassen von 10 bis 65 Jahren vertreten. Die Prüfungen laufen von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Wir haben über diese 5 Tage, wo wir jetzt den Turniersport haben, circa 30 Prüfungen. Und in jeder Prüfung gibt es einen Sieger. Sieger oder Siegerin wird der oder die Teilnehmende mit den wenigsten Strafpunkten. Davon gibt es 4 für eine heruntergefallene Stange und einen pro 5 Sekunden über der Zeit. An die einzelnen Sieger und Siegerinnen werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 30.000 Euro vergeben. Der Sieger der Klasse S darf sich über ein Preisgeld von 10.000 Euro freuen. Der Wettkampf in dieser Klasse findet am Sonntag statt. Das Turnier endet dann mit der großen Preisverleihung. Traditionelles Handwerk, Menschen und Vereine mit besonderem Engagement oder eindrucksvolle Orte. Ja, unser Allgäu hat viel zu bieten. Auch dieses Jahr sind wir wieder mit unserem Magazin Land und Leute im Allgäu unterwegs. Doch dieses Mal sind Sie gefragt. Sie kennen jemanden mit einem interessanten Hobby, einen tollen Verein oder einen Ort, den man einfach mal gesehen haben muss. Dann melden Sie sich bei uns und machen Sie zusammen mit uns Land und Leute zu etwas ganz Besonderem. Alle reden von Elektro. Wir fahren schon. Kurz- und Langzeitmiete möglich. Autohaus Huber Markt Oberdorf. Fair und familiär. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Mobilität erhalten, Lebensqualität sichern. Liftsysteme vom Profi aus der Region, auch zur Miete. Treppenlift-Experten Bayern. Buchen Sie mit unserem kompetenten Team Know-how, Erfahrung und Service. Mein Bär heizt ein. Unsere Pellets stammen zu 100% aus der heimischen Holzverarbeitung und werden in regionaler Produktion hergestellt. Fragen? Unser Team weiß Bescheid. Kessler, bärenstarke Energie. Wir suchen Verstärkung. Wir suchen Sie. Werden Sie Teil unseres Mediaberaterteams im Rundfunkhaus in Kempten. Wir planen und helfen bei der Umsetzung von TV-, Radio- und Internetwerbekampagnen für unsere Bestandskunden und überzeugen neue Kunden von unseren Leistungen. Dabei treffen Sie Kunden vor Ort, nehmen im Homeoffice an Telemeetings teil und arbeiten in unseren Büros in Kempten. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz sowie eine interessante, leistungsgerechte Vergütung. Neugierig gemacht? Dann bewerben Sie sich jetzt im Rundfunkhaus in Kempten. Mein Bär, vor Ort für Sie da. Kessler, bärenstarke Energie. Besuchen Sie uns, entdecken Sie und schmecken Sie die ganze Vielfalt Allgäuer Käsekunst. In unserem Käse- und Bioladen in Isny oder in Haselburg bei Leutkirch. Käsküche Isny. Mehr Bio als erlaubt. www.käsküche-isny.de. Mein Allgäu ist halt für mich, einmal ist es Heimat, aber zu der Heimat da gehören ja viele andere Sachen dazu. Da gehören einmal unsere Alpen dazu, wo man das Wein auftut. Es gehören Berge dazu, wo man in den Berg geht. Und all diese Sachen gehören zusammen. Es gehört Musik dazu. Es gehört der Dialekt dazu. Alles ist einfach Allgäu. Wir haben ja verschiedene Dialekte von bis. Aber es gehört einfach alles zum Allgäu. Und
ist schwierig zu sagen, was genau ist, aber es geht einfach Hals zusammen, dass man da sagt, das ist, da ist man daheim und mit dem lebt man und ja, das ist einfach das Allgäu. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Am Vormittag verkündet er noch seinen Nachfolger, nachmittags verstirbt er zu Hause. Die Rede ist von Konzertorganisator Franz Tröger. Sein Tod letzten Dienstag erschütterte die Kemptener Kulturszene. Wer Franz Tröger war und was er für die Kemptener Kulturszene bewirkt hat, haben wir für Sie zusammengetragen. Seit 1963 hat Dr. Franz Tröger hier in Kempten Konzerte organisiert. 2006 hat er dann das Classics Festival gegründet. Er war auch bekannt für seine Rolle als Moderator bei den Konzerten. Er hat wunderschön gesprochen und es war dann natürlich wie bei jedem großen Moderator so, dass er auch die Pointen wirklich an die richtige Stelle setzen konnte und irgendwann immer auch das befreiende Lachen im Publikum stattfinden konnte. Das drückte sich auch dadurch aus, dass in diesen Veranstaltungen schon gut und gerne 200 bis 300 Leute da waren. Eine sehr ungewöhnliche Situation für eine Kleinstadt. Dabei war es ihm auch wichtig, Menschen aus allen Schichten zu erreichen. Er selber war ein hochintelligenter, hochgebildeter Mann, der natürlich in seiner Reihe, den Classics, auch eher eine Reihe vorangebracht hat, die das Bildungsbürgertum in erster Linie angesprochen hat. Aber er ist natürlich auch jemand, der über diese Schiene hinaus gedacht hat, dem es ein Anliegen war, mit der Jugend zu arbeiten, mit Kultur überall dahin zu kommen, wo sie ansonsten vielleicht nicht hinkommt. Er war bei den Konzerten einfach da präsent und hat jeden, der ihm nur so unterkam, sofort gefragt, wie er das fand und warum, und wollte ins Gespräch, in den Dialog eintreten mit dem verschiedensten Klientel. Durch seine kommunikative Art knüpfte er viele Kontakte und wurde zu einer Art Knotenpunkt in der Kemptner Kulturszene. Bei ihm lief das alles zusammen. Natürlich gibt es professionelle Agenturen, die weiterhin den Konzertbetrieb organisieren können. Aber dass eine Person das alles so zusammenfasst und auch den Menschen hier erschließt, das ist natürlich eine Tatsache, die uns fehlen wird. Nicht nur seine Fähigkeiten als Konzertorganisator, sondern vor allem auch seine persönliche Art wird Freunden und Bekannten fehlen. Die Kombination aus geistreich, produktiv und durchschlagskräftig. Das war eine Persönlichkeitsstruktur, die ihn ausmachte. Und die war am Schluss aber immer durchsetzt von einfach großer Lebensfreude. Dr. Franz Tröger war ein ungemein charmanter Mensch. Das hat man bei jedem Telefonat gemerkt, wenn er einen angerufen hat und ein Thema hatte. Man hat sich immer gefreut, wenn er sich meldet. Ich habe ihn persönlich immer als außerordentlich liebenswürdig und interessiert erlebt. In den Konzertpausen habe ich mich gern mit ihm über das Programm unterhalten, das ja immer äußerst interessant war, weil er Werke ausfindig gemacht hatte, die kein Mensch sonst kennt. Ich halte ihn für, oder hielt ihn für einen der geistreichsten und innovativsten und mutigsten Konzertveranstalter, der nämlich auch unbekannte und durchaus sperrige Programme seinem Publikum, das ihm dann irgendwann zu Füßen lag, wirklich auch verkaufen konnte, im Sinn von schmackhaft machen konnte. Dazu war viel Hintergrundwissen nötig, das Franz Tröger sich selbst angeeignet hat. Auch wenn die Musik in seinem Leben eine große Rolle gespielt hat, so war sie doch nicht alles. Der Franz Tröger war eine sehr komplexe Persönlichkeit, der auf vielen anderen Gebieten auch ganz besonders beschlagen war, nicht zuletzt ein sehr erfolgreicher Wirtschaftstreibender war. Ich finde es ja faszinierend, wie er, der eher aus einem technischen Beruf kam, der sich mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigt hat, in aller Welt unterwegs war. Ich glaube, das ist seine Triebfeder gewesen, das Interesse an den Menschen, das Interesse daran, etwas zu bewirken. Und dass er dann in einem ganz anderen Gebiet, eben im Bereich Musik, Kultur, das umgesetzt hat, was er beruflich praktiziert hat. Sein weitreichendes Engagement hat die Kemptner Kulturszene nachhaltig geprägt und wird spürbar fehlen. Zudem hinterlässt Franz Tröger seine Frau, 4 Kinder und 3 Enkel.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Ende der Woche eine groß angelegte Kampagne vorgestellt, die auf die Bedeutung des Energiesparens aufmerksam machen will. Geplant sind unter anderem Anzeigen auf digitalen Anzeigetafeln, etwa an Bahnhöfen, im Internet und in sozialen Netzwerken. Es geht natürlich auch darum, raus aus den fossilen Energieträgern zu kommen, mehr Wind- und Sonnenkraft zu aktivieren. Die geplante Energiewende stellt Politik, Wirtschaft und uns vor große Herausforderungen. Im Allgäu wird Strom für viele Haushalte auch mit Wasserkraft erzeugt. Allein im Oberallgäu erzeugen 22 Wasserkraftwerke Strom für rund 37.000 Haushalte. Bei den Diskussionen um die Energiewende dominieren allerdings Solarstrom und Windkraft. Spielt die Wasserkraft da also überhaupt noch eine Rolle? Das Potenzial der natürlichen Energielieferanten wird inzwischen auch von den größten Kritikern nicht mehr angezweifelt. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg hat sich der Druck, eine Energiewende zu schaffen, noch verstärkt. Neben Energie aus Sonnenstrom wird die Windkraft, auch in Bayern, immer attraktiver. Fast 30% des erneuerbaren Stroms in Bayern stammt aber aus anderer Quelle, nämlich aus Wasserkraft. Auch im Allgäu ist die Wasserkraft an Iller, Lech und Wertach allgegenwärtig. Geht es nach dem Allgäuer Überlandwerk, gehört die Wasserkraft zur Energiewende dazu. Trotzdem spielt sie in der Diskussion darum kaum eine Rolle. AÜW-Geschäftsführer Michael Lucke weiß auch warum. Das liegt einerseits natürlich daran, dass wir aus Sicht der Bundesregierung Gesamtdeutschland betrachten. Und da liegt natürlich Solar und Wind ganz klar im Fokus. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir Bayern in den letzten Monaten etwas stärker noch aktiv gewesen hätten sein können bezüglich unserer Interessen. Weil die Wasserkraft ist für uns ganz klar das Rückgrat. Hier ist viel passiert. Wir können uns vorstellen, dass auch noch ein bisschen was passiert. Aber man muss natürlich auch klar sagen, dass das Ausbaupotenzial begrenzt ist. Und das hat mehrere Gründe. Einer davon ist ein ökologischer. Die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie soll verhindern, dass zu sehr ins Ökosystem Fluss eingegriffen und ökologische Schäden angerichtet werden. Und das Zweite ist ganz klar, dass natürlich viele attraktive Stellen für Wasserkraftwerke, weil man muss ja sehen, das hat ja eine über 100-jährige Geschichte, auch schon erschlossen sind. Also wenn wir jetzt hier noch einfach 2-3 Kraftwerke einsetzen würden, dann würden wir diese Wassermengen ja anderen Kraftwerken wegnehmen und die könnten dann weniger produzieren. Im Ausbaupotenzial ist die Wasserkraft der Solarenergie also unterlegen. Dafür ungeschlagen bei den Betriebsstunden. Die Kraftwerke, die da sind, produzieren in 7000 Benutzungsstunden pro Jahr grundlastfähige Energie. Und das zeigt natürlich, dass da immer dann auch Strom angeboten werden kann. Und das ist der Riesenvorteil von Wasserkraft. Wasser ist dort, es ist so jeder, also 24/7, wie man so schön sagt. Trotz der hohen Grundlast und der Tatsache, dass allein im Oberallgäu rund 37.000 Haushalte direkt mit Strom aus Wasserkraft versorgt werden, scheint das Potenzial der Wasserkraft auf seinem Höhepunkt angekommen zu sein. Vielleicht kann neuere, effizientere Technik hier und da noch ein paar Kilowattstunden rausholen. Eine Wasserkraftrevolution wird es aber nicht mehr geben. Ganz ohne Wasserkraft wird die Energiewende im Allgäu aber auch nicht klappen. Ich bin fest entschlossen mit meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen, mit den Partnern im Allgäu, dass wir es schaffen, dass wir 2035 weit über 80% hier im Allgäu erneuerbar produzieren können. Dafür brauchen wir Solaranlagen auf den Dächern, wir brauchen Solaranlagen in der Fläche und wir brauchen Windkraftanlagen. Und mit dem und natürlich unterstützt vom Rückgrat der Allgäuer Wasserkraftwerk können wir es schaffen, dass wir hier im hohen Maße uns unabhängig machen von Gas, von Kohle. Und damit eben auch für uns, aber auch den Menschen außerhalb des Allgäus zeigen, dass so ein Transformationsprozess möglich ist. Denn dass dieser Prozess nötig ist, wird inzwischen von niemandem mehr bezweifelt. Das war unsere Stunde mit dem Wochenrückblick. Freuen Sie sich nächste Woche auf Christina Knobloch. Bis bald und ein schönes Wochenende.